Definitiv coole Methode. Für mich wahrscheinlich. Da ist eine Fliege. Die Fliege ist groß. Die findet das Licht jetzt nice. Das kleine Ding? Ja. Was die? Hi Leute, ich habe wieder ein richtig cooles Video entdeckt. Und zwar bei Beauty Wixen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil auf Deutsch ist es so Beauty Wixen. Auf jeden Fall verlinke ich euch ihren Channel in die Infobox. Die gute Frau, sie benutzt Eiswürfel als Primer. Genau. Und die Sache ist, wir wissen ja, dass Kälte, ich habe hier eine ganze Tasse voll Eiswürfel, und Kälte zieht die Poren wieder zusammen. Also die Poren ziehen sich durch Kälte wieder zusammen. Und das macht Sinn. Das Witzige ist, ich mache das sogar ganz oft, nicht um meine Poren, damit die sich schließen, sondern wenn ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich wach werde, dass mein Gesicht so ein bisschen ist, dann nehme ich, wir haben so ein Eiswürfelfach, dann nehme ich mir einen Eiswürfel und gehe komplett durch mein Gesicht und dann ist mein Gesicht so gefühlt so. Ich habe nicht so ein Porenproblem, aber es hilft tatsächlich, dass das Gesicht einfach so abschwillt und das Gesicht ist super straff. Leider habe ich für dieses Video niemanden finden können mit geweiteten Poren, sichtbaren Poren. Wisst ihr, hier in Bielefeld ist nobody. Ich habe hier halt keinen, also müsst ihr mit meiner Wenigkeit klarkommen. Wie gesagt, als ich das Video gesehen habe, alle Alarmglocken komplett durchgedreht. Ich wollte das testen. Und zwar werde ich es so machen. Die eine Seite, da werde ich einen Eiswürfel nehmen, komplett über meine Poren fahren. Ja. Und auf der anderen Seite werde ich gar nichts machen. Einfach die Foundation auftragen und dann werden wir sehen, ob es einen Unterschied gibt. Die junge Dame, die das gemacht hat, die schwört darauf, aber sie hatte tatsächlich extrem sichtbare Poren, muss ich sagen. Und die hat sie dadurch geschlossen bekommen, ohne dass sie noch einen Primer benutzt hat. Wirklich nur durch die Eiswürfel. Ich habe zwar nicht die krassen Poren, aber man kann sie trotzdem sehen, wenn man nah genug dran ist. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auf dieser Seite testen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich sehe, dass mein Gesicht gerade so nach oben gegangen ist. Kann man das in der Kamera sehen? Erkennst du das? Oder? Das ist so krass. Und das Witzige ist, ich mache das schon so lange, aber wie gesagt, ich kam nie darauf, das als Porefiller Primer zu benutzen. Also Porefiller im Sinne von, dass die Poren sich halt so ein bisschen verschließen. Mega cool. Sieht aus wie geliftet. Das ist ein angenehmes Gefühl. Es ist zwar ein bisschen kalt, aber so allgemein, das fühlt man sich so. Ich bin wach. Ready for Make-up. Ich werde jetzt schnell Foundation auftragen. Wie gesagt, ich werde nichts weiter auftragen. Auf der Seite sowieso nicht. Das ist die Eiswürfelseite. Und ich werde jetzt einfach Foundation Concealer auftragen und wir sehen uns gleich wieder. Siehst du, wie wach die Seite ausschaut? Allein die Augen, das ist größer als das jetzt. Die Foundation ist eingearbeitet. Haltet mich für verrückt. Aber man kann so gut wie gar nichts sehen. Wirklich, das hat sich so... So, das ist heftig. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so von außen einen großen Unterschied gibt. Also könnt ihr jetzt sagen, oh ja, die Seite ist voll fresh und so fresh ist so clean. Oder ist es so, ich sehe keinen deutlichen Unterschied, aber ich listen. Da ist es zu, ist so, heute haben wir geschlossen, während hier Tag der offenen Tür ist. Tatsächlich weiß ich nicht, ob man durch die Kamera wirklich jetzt so einen Unterschied sehen kann, aber ich kenne meine Haut. Ich bin auch jemand, der so am Spiegel klebt und alles mal extrem begutachtet. Ist es jetzt ein Aufruf an alle Mädels, die geweitete Poren haben, Poren, die definitiv sichtbarer sind als meine, macht euch Eiswürfel und zwar zackig. Und dann müsst ihr das testen. Und wenn ihr das getestet habt, dann schreibt ihr das bitte alle in die Kommentare. Aber bitte nur auf einer Gesichtshälfte und auf der anderen Seite gar nichts. Foundation auftragen. Und schreibt mir, wie ist das Ergebnis? Also ich für mich, für meinen Teil, kann trotz kaum sichtbarer Poren einen Unterschied sehen. Auch wenn der vielleicht durch die Kamera nicht so deutlich ist. Aber man kennt seine Haut ja selber am allerbesten.
Aber ich möchte jetzt von euch wissen, so schade, dass ich niemanden jetzt so kurzfristig gefunden habe, der das mit mir testen konnte. Aber von euch möchte ich das wissen. Ihr seid jetzt meine Dummies. Ihr müsst das jetzt testen und schreiben, wie es für euch funktioniert hat. Ich teste das Ganze jetzt ein bisschen für euch und ich würde sagen, wir sehen uns zu einem Update gleich nochmal. Foundation habe ich jetzt 2,5 Stunden drauf. Ich finde, das ist ziemlich gut. Ich konnte jetzt nicht mit dem Handy filmen, weil es draußen schon dunkel ist. Also ich finde das Ding schon ziemlich cool. Bei mir allerdings eher irgendwas ganz anderem, weil ich das Gefühl habe, dass meine Haut so halt straff ist. Wie gesagt, ich hatte das schon öfters gemacht. Wenn ich das Gefühl hatte, dass meine Haut so ein bisschen, um ein bisschen wacher zu werden, habe ich gerne mal so einen Eiswürfel genommen. Aber es hatte bei mir trotzdem so einen porenverkleinernden, schrumpfenden Effekt gehabt. Ihr werdet höchstwahrscheinlich keinen Unterschied erkennen können. Ich denke, das ist für super viele Zuschauer jetzt mega interessant, sich auch durch die Kommentare zu lesen, wie das bei den anderen funktioniert, die definitiv sichtbarere Poren haben als ich. Aber für mich eher in die andere Richtung gut als Poren verkleinernd. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu der Methode, dann schreibt das mega gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Test mit euch.